Hallo meine Lieben, heute möchte ich mit euch basteln und zwar solche Washi-Tape, Magnetic-Paper-Flex, Washi-Flex in dem Sinne ja eigentlich. Ja, wie das geht, möchte ich euch jetzt gern zeigen. Ist total einfach und ist mal was anderes, wie so ein ganz normal Paper-Flex. Und ihr könnt es natürlich dann einfach wechseln, wenn ihr sagt, ich brauche es nicht mehr und, oder ich habe mal Lust auf ein anderes, um mir irgendwas zu markieren. Ja, ich habe mir das so überlegt und gebastelt und das hat funktioniert in der Umsetzung, so wie ich es wollte. Und jetzt zeige ich euch, wie das funktioniert. Und zwar, ich habe einmal Magnetfolie, eine dickere. Und weil die komischerweise so funktioniert es, aber ich glaube, da muss man entweder mehr Platz lassen zwischen dem Tape. Habe ich auch noch eine dünnere. Die ist auf einem Kleberoller, also von Teddy. Gibt es so ein Magnetklebeband. Hält auch, aber es klebt jetzt an meinem Finger. So, seht ihr das? Hält auch. Die Kombi zwischen den beiden ist teilweise besser als wie einzeln, obwohl das mehr Magnetkraft hat. Warum auch immer. Oder man muss es eben lockerer draufkleben. Und dann machen wir jetzt einfach mal eins. Jetzt klebt gleich hier drauf. Bleibt kleben. Komm, geh ab. So. Und dann braucht ihr noch Washi-Tape. Ich nehme jetzt ein Glitzer-Tape. Hab schon einen gemacht. Die finde ich ganz toll. Und dann schneide ich mal ein Stückchen ab. Halt still. So. Ich könnte auch ganz normales Washi nehmen, habe ich ja da auch gemacht. Jetzt versucht es irgendwie so hinzukriegen, dass es bleibt, weil es gerade nicht funktionieren will. So, jetzt. Dann nehmt ihr euch von eurem. Also, ich habe einen Streifen abgeschnitten von der Platte. Die Platte ist von Mico Hobby. Ich habe es bei eBay gekauft für 2 Euro. Finde ich vollkommen in Ordnung, weil kommt man ja ewig mit hin. Und ja, und das Magnetband von Teddy kostet auch 2 Euro. Aber das funktioniert leider nicht so gut. Also wenn man zweimal dieses, weil das so extrem dünn ist, wenn man das zweimal nimmt. Das ist gut für Fotos, wenn ihr sagt, ich möchte jetzt mir Fotos an den Kühlschrank hängen oder Magnete machen zu verschenken, dann ist das ganz gut. Wer jetzt nicht so viel Geld ausgeben möchte und vielleicht noch von. Jetzt klebt man die andere Seite hier drauf, ne? Ich muss nur, bevor ich hier. So. Wo war ich stehen geblieben? Ach, ja. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt das kaufen möchtet. Und vielleicht habt ihr an eurem Kühlschrank noch diese Fruchtzwerg-Magnete, diese viereckige. Funktioniert genauso gut. Ihr könnt dieses Papier abknibbeln. Ich habe das früher mal gemacht und habe mir meine alten Passbilder als Magnet gemacht. Also hier unten drunter ist ein. Fruchtzwergmagnet. Ja, als Alternative. Und da kriegt ihr auch einige raus, denke ich. So, jetzt haben wir hier oben und unten was draufgeklebt. Ihr könnt da ruhig ein bisschen Washi-Washi drüber stehen lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann klappen wir das zusammen. Vorsichtig. Bei dem geht das recht gut, weil es ein recht festes Washi ist. Wenn ihr jetzt kein festes Washi habt, ihr könnt euch auch zwei kleine Washi-Stückchen nehmen und dann vorsichtig so übereinander kleben, ist dann günstiger. So, jetzt habe ich halte ich die zwei Magnete zusammen, weil sie verschieben sich ein bisschen, seht ihr das? Durch die Magnet-Dings da, ich komme, ich weiß nicht, wie das heißt. Physik ist nicht so meins. So, und dann machen wir das zusammen. Und ich glaube, für das. Na, geht's? Ja. Nee, geht nicht. Jetzt will ich mal kurz gucken, ob das hält. Weil manchmal ist es günstiger. Hier, ich merke gerade, dieses Washi ist zu fest. Wenn es zu fest ist, stehen dann. Ah, seht ihr das? Die Magnete so ab. Ich kriege das nicht richtig. Klappt. Ist wie so ein Öffnungsding. Oder? Vielleicht funktioniert das ja hier. Ja, jetzt ist es zusammen. Und wenn ich jetzt drücke,
geht's wieder auf. Ist auch nicht schlecht, ne? Haha. Will ich jetzt aber so nicht. Das heißt, ich tue mir jetzt wieder ein Stückchen abfriemeln, weil das mir zu sehr absteht. Und dafür ist dieses dünne Magnetband richtig gut geeignet. Bei dem na, Fruchtzwerge-Tee braucht ihr das gar nicht, weil das ist echt super magnetisch. So, weil dieses dünne hält komischerweise besser auf dem dicken Magnetband. Bei dicken Tape. Bei dünnen Tape ist es egal. Seht ihr, hier habe ich zwei. Aber das dicke, das seht ihr nicht. Okay, ihr seht nicht. So, jetzt schneide ich mir das ab hier hinten. Was zu lang ist, kann ich ruhig aufklappen. So, das wollen wir ja nicht. So, klebt mal wieder drauf. Wir können ja alles verwenden. Für den nächsten jetzt gucke ich da, ob gerade ist. Jawohl. Und jetzt schneide ich mir mein Fleckchen raus. Ihr könnt es natürlich auch anders schneiden, wie ihr wollt. Ihr könnt es auch so lang machen, wie ihr wollt, so kurz machen, wie ihr wollt. Vielleicht wollt ihr auch einfach nur ein Dreieck rausgucken lassen. Und da haben wir schon unser Magnet. Paper. Klebt jetzt sehe ich hier, guckt ein bisschen was vor. Das heißt, ich schnippel da noch mal ein bisschen nach. Ich möchte nicht, dass es so vorguckt. So. Jawohl. Das war es eigentlich schon. Ja, und ihr könnt da jedes Washi-Tape benutzen, was ihr wollt. Und rumprobieren. Es gibt bestimmt auch stärkere Magnetfolie, will ich mich mal umgucken. Dass man das dann nicht nur an eine Seite machen kann, sondern dann auch für mehrere Seiten benutzen kann. Ja. Ja, das war's. Ich hab's euch, ich hab's euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüss!